Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Gunshot. Und was ist da? Was ist da? Das Paket! Guck hin! Einfach frei vom MIFCOM. Endlich ist geliefert, nur ein Monat und jetzt ungefähr 6 Tage zu spät. Aber gar kein Problem, wenn wir uns die Größe angucken, dann kriege ich Lust auf mehr. Machen wir es mal vorsichtig auf. Aber an welchem Ende am besten? Wo ist die Öffnung hier? Vorsicht, Glas, das ist super. Mal jetzt hier oben. Ich mache mal erstmal hier und dann sehe ich hoffentlich, wo es weitergeht. Nicht zu tief. Nicht, dass ich irgendwas von der Hardware kaputt mache und dann wieder 3 Jahre warte, bis das Paket dann wieder zurückkommt, nicht wahr? So, das war's. Grafikkarte zerschnitten. Schön. Wo ist das denn so? Ich habe mir die schärfste Schere ausgesucht, die ich im Haushalt habe. Da. Es ist endlich da! Die Luftpolster knistern vor ihr! Gut, als allererstes die Grafikkartenverpackung natürlich, ist ja alles schon eingebaut. Und zwar zweimal die GTX 980 Ti Gaming 6G von MSI. Im SLI-Verbund, versteht sich, habe ich mir zusammengestellt, das Ding, ne? Gut, Mehrverpackung gibt es nicht doch, wollte ich sagen. Das Motherboard haben wir hier auch noch. Oh, und nicht der Ernst. World of Warships 15 Tage Premium Account. Ja, mit dem wir haben, ich brauche nicht. Ich kann ja mal den Oberst Leo fragen, ob der das vielleicht braucht. Hier haben wir dann auch noch leicht verpackt natürlich die Aufkleber und der 16 GB USB-Stick. Den MIFCOM mir gegeben hat, aufgrund der verzögerten Lieferzeit. Wie gesagt, 6 bis 9, sagen wir 7 bis 10 Tage war angesagt, dass es sich verzögert. Dann wurde es nochmal wegen irgendwelchen verzögerten Lieferungen nochmal um 4 bis 5 Tage verlängert auf 14 bis 15. Naja, und jetzt habe ich über einen Monat gewartet und das ist dann so ein bisschen mein Trost. Die haben sich auf jeden Fall über den Support gut bei mir gemeldet und haben mir gesagt, so und so, das und deswegen ist das, das tut schrecklich, tut denen schrecklich leid. Ja, was soll man machen, ne? Ab und zu shit happens. Ich hätte ihn gern früher gehabt, weil ich ja eigentlich zur The Division Beta, dass ich da die Videos hätte mit aufnehmen können, dass ich da auch streamen kann, aber hat leider nicht geklappt. Naja, so ist nur ein Let's Play draus geworden, beziehungsweise ein paar, aber das, denke ich, wird auch erstmal ausgereicht haben. Und hier, ich glaube, dass was eigentlich? Jetzt kommt der PC an sich. Wie ihr selbst schon sehen könnt, ist das Gehäuse, das Corsair Carbide R540. Das fand ich passt irgendwie am besten und hat mir auch auf den Fotos immer am besten gefallen, weil man da so super durch die Seite reingucken kann. Durch die Plexiglasseite. Aber das zeige ich euch gleich. Okay, vorsichtig. So schwer ist es nicht. Ich habe immer bloß Angst, dass ich irgendwas kaputt mache, auch wenn das Ding noch im Karton ist. Und du willst auch mit auspacken, oder? Meine Hände hättest du dich vielleicht sogar mitmachen lassen. Für einen sicheren Versand bei schweren Kühlkomponenten und oder Grafikkarten wurde der PC im Inneren mit speziellen Polsterschaumkissen ausgefüllt. Bitte entfernen Sie das Material vorsichtig durch Abnehmen der Seitentür vor der Inbetriebnahme. Gut, ihr werdet gleich sehen, was das ist. Das ist so ein spezieller Schaumstoff, möchte ich mal sagen, der so um die Hardware-Teile drum fixiert ist, sehr professionell, dass natürlich auch während des Transports da sich nichts lösen kann und auch keine Belastung an einzelne Mainboard-Teile auftritt. Machen das aber auch echt ein bisschen spannend hier. Da habe ich dann noch eine schwarze Tüte drum. Und mir juckt das Ohr. Ich krieg einen Rapper, ey. Ich krieg einen Rapper. Und ihr wolltet die schöne Innenseite sehen? Da. Verarscht. Ey, noch ein süßes Bild da. Ja, da ist ja natürlich noch der Schaumstoffkram drin.
den gucken wir uns gleich an, aber einmal bitte von vorne. Natürlich wieder das MIFCOM-Logo, ist klar, habe ich ja gesagt, dass ich von MIFCOM... Warum ist denn das Laufwerk seitlich? Na gut, das scheint ja auf jeden Fall zu gehen. Die werden sich dabei was gedacht haben. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das so, naja, wird funktionieren. Habe ich bisher noch nicht gehabt. Ich dachte immer so, in der Waagerechten ist das so gedacht von den Entwicklern, aber das passt auf jeden Fall so. So, man hat hier die Möglichkeit, das hier hinten lose zu schrauben. Da nämlich. Okay, das muss ich jetzt nicht machen. Das können wir dann nämlich hier auf jeden Fall hochklappen und hier können wir dann die Filterelemente rausnehmen, um im Endeffekt dann die anderen Filterelemente natürlich auch zu reinigen. Ne? Guckt euch das Prachtstück an. Da sind die beiden Grafikkarten drin. Hier natürlich die Wasserkühlung. Auch wieder von Corsair. Das Maximus Hero sieht alles sehr schick aus. Natürlich noch die Komponentenlüfter von Corsair mit dran. Weißt du, um was es hier geht? So, du darfst dem Gehäuse bitte nicht zu nahe kommen. Das ist Multi-Elektrode. Ja, hier unten haben wir jetzt noch die Möglichkeit, da Festplatten mit reinzuknallen. Das ist natürlich hier dieses Easy-Lift-System. Ne? Rausziehen, reinschieben. Ah, sehr schön gemacht. Falls man halt mal Festplatten wechseln muss, die werden auch gleich bestückt, weil da habe ich ja extra hier noch eine 2 TB und eine 4 TB Festplatte, SATA oder beziehungsweise SATA, die ich hier natürlich wieder reinschieben werde. Ja, meine Freunde, ich habe noch ganz vergessen, was zu sagen. Und zwar die andere Seite, die habe ich euch ja gar nicht gezeigt, nicht wahr? Da haben wir ziemlich das... Da haben wir nämlich ja das Netzteil, das Be Quiet Darkrock Pro X11. Ja, mit 1200 Watt habe ich ausgesucht, einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen, falls ich nochmal andere Sachen anschließen muss. Das haben die hinten auch alles ganz schick mit Kabelbinder festgemacht. Ja, hier ist das Laufwerk drin. Ansonsten, falls es noch keinem aufgefallen ist, das Mainboard ist das Maximus Hero 8. Ne? Wenn ihr das seht nochmal, da liegt's. Das habe ich noch drin. Dann noch von Craft den Arbeitsspeicher. Den zeige ich auch noch mal eben schnell. Da hinten, das könnt ihr glaube ich kaum sehen. Da sind die Lichtverhältnisse ein bisschen zu schlecht gerade. Ne? Da auf jeden Fall 2x 8 GB mit 3000 MHz. Ne? An sich ist sonst ein Intel 6700, also ein i7 6700K drin. Overclocking Stufe 2 von MIFCOM. Das soll schon ordentlich was heißen. Ich bin auf jeden Fall heilfroh, dass das Ding endlich meins ist und endlich da ist. Und ja, ich muss es jetzt erstmal anschließen, alles drauf machen, konfigurieren. Werde ich auf jeden Fall nochmal zeigen, wie es dann aussieht, wenn es in Betrieb läuft. Und wie sich das natürlich an meinem kleinen Computerplätzchen da macht, nicht wahr? In dem Zimmer. Ja, ansonsten würde ich erstmal sagen, bis gleich. Ja, liebe Freunde. Und zwar, jetzt habe ich auch endlich mal bemerkt, dass ich vielleicht mal im Querformat aufnehmen sollte und nicht im Hochformat. Das tut mir schrecklich leid. Ist jetzt nun mal so gekommen. Ich hoffe trotzdem, dass es einigermaßen gut zu erkennen war. Ich will euch den bisher noch zeigen, wie er aussieht, wenn er angeschlossen ist und alles. Das habe ich jetzt fertiggestellt. Ich bin komplett durch und zufrieden. Das Ding steht jetzt hier in meinem Zimmer drin. Wartet mal. Ja, Greenscreen, Licht und so, ein bisschen Beleuchtung. Da seht ihr alles. Soweit. Oh ja, das ist von gestern Abend. Hier ist The Division Open Beta. Ne? Haben wir gestern noch gezockt. Da ist natürlich noch einiges an Energy Drinks drin. Ja, ansonsten Kunststoffmatte. Das ist jetzt alles egal. Da kann ich irgendwann mal drauf eingehen, wenn ihr das denn wollt, was für ein Krimskrams ich hier habe. So, hier haben wir das gute Stück. Es steht hier unten. Das lässt sich jetzt leider nicht großartig anders managen, weil ja, rechts daneben wäre zu weit weg gewesen. Ich habe den jetzt links hingestellt. Ich werde den jetzt mal anmachen. Ihr werdet nämlich gerade bestimmt gar nicht viel sehen. Geht ja um die Lichteffekte. So. Von vorne sehr angenehm, dass das Licht nicht zu hell ist. Finde ich auch sehr gut. Es steht natürlich etwas ungünstig, dass ich das nach links nicht sehen kann. Am besten wäre es natürlich rechts, aber da werde ich mir ja vielleicht noch mal was einfallen lassen. Piepen. Das startet jetzt die Power Systems hoch. Ich werde den jetzt einmal ganz kurz drehen für euch, so ein bisschen. So ein Stück, wenn ich das hier schadenfrei hinkriegen sollte. Damit ihr da auch noch mal reingucken könnt. Der ist er. Da seht ihr das gute Glanzstück. Unten seht ihr schon, habe ich, wartet, hier, mein Finger, ist er da? Da unten, da. Da habe ich die zwei Festplatten noch eingebaut, also die 4 TB und die 2 TB Hard Disk, damit ich auch genug Speicher für die Videos habe, nicht wahr? Jo, da oben leuchtet auch alles schön, nicht wahr?
Wir haben den blau gehalten, die Corsair Lüfter. Und da jetzt seht ihr endlich mal den Arbeitsspeicher von Craft. Ne? In Rot. Geiler Akzent an sich. Dachte ich mir, das passt ganz gut, gerade zu dem MSI Rot. Ja. Gut. Da haben wir wieder. Jetzt zeige ich die mal wieder ordentlich hin. Ja, liebe Freunde, das war es dann erstmal vom Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr euch jetzt immer noch fragt, was genau ist denn da drin, was hat er verwendet, ich packe natürlich alles in die Beschreibung rein. Da könnt ihr das noch alles nochmal nachlesen. Und ansonsten werdet ihr auf jeden Fall qualitativ bei den YouTube-Videos ein bisschen was merken. Da werde ich mir auf jeden Fall Mühe geben. Ich habe jetzt die Power, um da wesentlich besser und schneller zu produzieren. Wenn euch das Video gefallen hat, liebe Freunde, dann macht doch einfach einen Daumen nach oben, Thumbs up, ihr wisst es. Wenn nicht, dann eben nicht, ist schon okay. Konstruktive Kritik in die Kommentare, genauso natürlich wie für Fragen rund um das Setup-Ding da, was ich da zusammengebastelt habe, wieso, weshalb, warum. Und ansonsten wünsche ich euch immer was, euer Gunshot.